Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Woche. Heute ist Montag, der keine Ahnung wie vierte. Ich schau mal nach, ich bin vor kurzem wach geworden. 8.15 Uhr, richtig spät. Ich wollte eigentlich schon längst wach sein. Ich möchte mit euch gemeinsam einen neuen Lifestyle leben. Eine neue Routine für mich finden, wo ich der Meinung bin und was ich auch viel und oft gehört habe, gerade in diesen Motivationsspeeches, 5 Uhr morgens aufzustehen, jeden Morgen, auch an den Tagen, wo ich zur Arbeit muss. Also 5 Uhr aufstehen, eine gewisse Routine haben. Zum Beispiel möchte ich anfangen, die Leute sagen dazu Journaling. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber dass man sich dann zum Beispiel um 5 Uhr aufsteht, Zähne putzen, sich einen Tee machen, kurz hinsetzen. Ich höre mir ja sowieso, das habe ich, sage ich eigentlich immer wieder, ich höre mir ja immer Motivationsspeeches an, dass man dann sich sowas anhört am Morgen, so Gedanken macht, wie der Tag laufen soll, was man geplant hat, wie man das umsetzen möchte und sich halt auch notieren, wie man sich fühlt. Und wie man sich fühlen möchte, all so eine Dinge. Und das möchte ich eigentlich wollte ich heute anfangen. Aber ich war mal wieder sehr spät im Bett. Deswegen hat sich das jetzt schon erledigt. Das Einzige, was jetzt auf jeden Fall ansteht auch. Also das mit früh aufstehen ist nicht. Aber die Sachen, die ich geplant habe für heute, werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt zum Sport gehen. Nach dem Sport drehe ich 2 Get Ready With Me's Videos. Und dann war es das. Weil ich habe schon 3 Schnitte gemacht. Also 3 Videos schon bearbeitet. Auf der Arbeit letztens habe ich 3 Videos geschnitten. Das eine ist schon online gekommen, das war der Vlog gestern. Morgen kommt auch wieder eins online. Und ich überlege wegen den Uhrzeiten. Sonntag, 12 Uhr, scheint wirklich sehr gut zu sein. Die Leute sind wach. Dienstag überlege ich vielleicht auf 18 Uhr zu setzen und Donnerstag auch auf 8 Uhr. Weil Donnerstag soll eins dieser Get Ready With Me's, die ich heute drehe, soll online kommen. Deswegen, also das ist das, was ansteht. Zum Sport und 2 Videos drehen. Schneiden weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber ja, das, weil sonst schneide ich morgen. Wartet mal, ich stelle euch mal kurz hier ab. Ja, ich stelle euch kurz mal ab. Weil ich muss kurz hier meine Sportsachen sind, nämlich habe ich ja neue Oberteile mir gekauft. Naja, gut, Leute, ich ziehe mich jetzt um und dann hören wir uns, wenn ich wieder da bin. Also, peace. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Das ist der Wasserkocher im Hintergrund. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Dienstag. Ich bin schon soweit bereit, zur Arbeit zu fahren. Ich glaube, es ist jetzt 7.20 Uhr. Was war gestern? Ich habe gestern, weil ich beim Sport meine Arme tun so weh. Ich habe so einen Muskelkater, aber ich bin auch so froh, dass ich gegangen bin. Ich würde dann morgen Abend nochmal auf jeden Fall zum Sport gehen. Oder direkt nach der Arbeit, irgendwie so. Gestern war ich beim Sport, da war ich zu Hause, habe gegessen, gechillt. Bin dann voll müde geworden, irgendwann. Und habe mich dann kurz hingelegt. Genau, und dann habe ich auch ein Video für heute vorbereitet, weil ich versuche jetzt 3 Videos die Woche zu bringen. Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Das Video ist auch schon vorbereitet. Es kommt heute um 16 Uhr online. Genau, das habe ich alles gemacht gestern. Dann bin ich ein bisschen eingeschlafen. Und nachdem ich aufgestanden bin, habe ich ein Video gedreht. Ein Glück, weil gestern wollte ich Videos drehen. Aber nach dem Sport war ich so schlapp und fertig, dass ich dachte, egal. Aber gut, dass ich nach dem Aufstehen nochmal so die Motivation hatte. Bin aufgestanden, habe dann mein Video gedreht, bisschen hier dann sauber gemacht, irgendwann was gegessen, online, genau. Dann habe ich einen Schnitt gemacht für ein Reels, das habe ich gestern auch online gebracht. Und das war's, das war also der gestrige Tag heute. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zur Arbeit. Von der Arbeit komme ich direkt nach Hause. Ich habe nichts weiter zu tun. Werde dann hier weiter aufräumen. Ich habe ja Wäsche gewaschen. Die muss ich abhängen, meine Wäsche. So ein bisschen hier zu Hause aufräumen. Und je nachdem schneide ich schon mal ein Video, weil mir fehlen noch 2 Videos muss ich noch schneiden. 2 Videos. Also das von gestern, das Get Ready With Me. Und so eine Schminksammlung-Video. Das habe ich schon längst gedreht. Das muss noch geschnitten werden. Das mache ich dann heute. Und ja, das war's. Das ist so mein Tag. Also ich würde mich auf jeden Fall melden, sobald ich wieder zu Hause bin. Und anfange mit dem Schnitt. Ich mache mir jetzt schnell einen Tee. Heute mal keinen Kaffee am Morgen. Heute habe ich mich für einen Tee entschieden. Einen leckeren Tee mit Honig. Ja, Leute, das ist es für heute. Also ich denke mal, ich melde mich einfach später. Nochmal auf die Uhr. Ja, es ist 7.24 Uhr. Das heißt, vorhin lag ich ja wohl eigentlich richtig mit meinen 7.20 Uhr.
Guti, guti, juti. So Leute, ich mache mich jetzt auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören uns. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der I don't know. Ich glaube, der 22., wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber ihr seht das sowieso immer hier irgendwo stehen. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt oder sonst irgendwas. Warte mal, was war gestern? Arbeit. Und von der Arbeit bin ich direkt zur Impfung gegangen, weil mir fehlte ja nur noch die Tetanus-Impfung, weil ich war ja die Woche davor krank und dann habe ich es vergessen. Und dann habe ich mich diese Woche wieder erinnert. Dadurch habe ich die jetzt die Woche gehabt gestern und es hat voll wehgetan diesmal. Er hat sich zwar entschuldigt, mein Arzt, so, aber es hat ganz schön wehgetan, Junge. Ich sehe sowas mit dir. Ja, es hat voll wehgetan. Genau, und nach der Impfung war ich dann zu Hause. Und habe mich ausgeruht, weil ich hatte auf einmal plötzlich, ich sag euch, nach der Impfung habe ich auf einmal Magenschmerzen gehabt. Aber so, hä? Ich dachte so, das kann jetzt doch nicht an der Impfung liegen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann zu Hause was gegessen. Und Netflix, Amazon geschaut. Ich wechsle immer hin und her, ich gucke mal, was so da läuft. Da gucke ich ein bisschen hier. Ich habe einen Film gestern auf Netflix geschaut und dann aber habe ich gemerkt, es ist einfach so, da ist nichts mehr, was ich schauen möchte. Netflix hat nicht immer gute Sachen, also wenn, dann habe ich diese guten Sachen schon alle geschaut. Oh, bitte kein Stau jetzt. Genau, und das habe ich ja gestern gemacht, ein bisschen ferngeglotzt und dann bin ich überschlafen, also dieser Tag war nicht der Rede wert. Oh, was sagt denn mein Navi? Oh, ich soll abfahren. Okay. Mein Navi sagt, ich soll mich verfatzen. Mann. Guck mal, der. Hauptsache, du gibst Gas, du Spacken. Du siehst doch, ich blinke. Ich muss in diese Spur, Leute. Aber ich bin auch zu schnell. Okay, warte mal. Jetzt. Ich will probieren. Ah, jetzt hat er geläst. Der eine hat geläst. Danke. Bei so vielen, das hasse ich ja in Deutschland, ich schwöre, beim Autofahren, das und mit Thorsten gestern an meiner Arbeit, habe ich mich unterhalten und die meinten das, die lassen einen nicht durch und noch irgendwas, warte mal, war das Thorsten, mit wem habe ich mich, doch, es war Thorsten, ja doch, es war Thorsten, dass die Leute einen nicht durchlassen wollen, like, lass mich durch, entschuldige mal, naja. Jedenfalls, das war es gestern und heute steht auch nicht viel an. Ich muss leider etwas länger auf Arbeit bleiben, weil ich immer so spät losgehe. Ich kann kotzen von mir selber, weil ich will früh aufstehen, aber wenn ich... Und ich habe euch ja erzählt gehabt, dass ich jetzt eine Challenge... Ist es, ich werde es erstmal als Challenge anfangen, aber es soll ein Lifestyle werden. Also ich möchte jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, außer am Wochenende. Am Wochenende soll so mein Gönnerwochenende sein, obwohl ich selbst am Wochenende ab und zu arbeiten bin. Das heißt, dass ich da auch nicht zu früh, aber schon früh aufstehe teilweise. Aber das macht nichts. Ich möchte das jetzt auf jeden Fall zu meinem Lifestyle machen, 5 Uhr aufstehen. Und ich werde damit am Freitag beginnen. Damit am Freitag beginnen. Ich gehe ja heute zum Sport, morgen ist Donnerstag, dann gehe ich nicht und dann wieder Freitag. Dann passt das sogar perfekt. Meine Mutter fliegt weg nach Uganda. Erstmal noch nicht für immer, sondern erstmal nur bis Ende Februar oder Anfang Februar nächsten Jahres. Genau. Erstmal so und danach irgendwann, das heißt irgendwann sehr bald eigentlich für immer. Genau, da sind wir dann, also ich muss leider Samstag arbeiten, aber wir gehen morgen Abend dann was essen und so, Family Day, dies, das, jenes, Ananas. Ich denke, ich werde meine Kamera mitnehmen und gucken, was man so filmen kann, gucken, was man so machen kann. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil ich neige sehr stark zum Vergessen. Genau, Leute, das ist es eigentlich. Heute will ich nur zum Sport nach der Arbeit. Direkt nach the work zum Sport. Ich habe mir so ein neues Tripod-Ding für die Kamera hier bestellt. Aber da kann ich auch mein Handy ran machen. Für meine Fotos, die ich dann immer extra mache, muss ich nicht immer hin und her switchen mit meinem Stativ von der Kamera.
die ich nutze, wenn ich zu Hause Sit-Down-Videos mache. Genau, habe ich bei Amazon bestellt. Werde ich euch mal zeigen, wenn es da ist. Eigentlich sollte es gestern ankommen, aber ich habe nichts bekommen gestern. Und ich denke, es wird heute ankommen. Genau, das ist das Arbeiten und dann nach Hause mich umziehen. Ich will wirklich so keine Pause zu Hause machen, sonst werde ich zu Hause bleiben. Und ich freue mich jetzt schon auf die Sauna. Das ist immer so ein bisschen meine Motivation, zum Sport zu gehen. Nicht nur, aber wenn ich an die Sauna denke, denke ich so, yes, yes, and this is. Genau, das ist es. Ich habe überlegt, euch mitzunehmen zum Sport, aber um die Uhrzeit, wenn ich da später gehe, da sind so viele Leute, ich habe keinen Bock drauf. Wenn ich dieses Stativ mir geholt habe, also wenn das da ist, nehme ich euch mit, weil es halt einfach leichter ist. Ich habe zwar so ein Ding, so ein Tripod-Teil, aber es ist so ein Schrott, das habe ich mal bei AliExpress oder eBay geholt, keine Ahnung. Deswegen ist es Schrott. Ich hoffe, das eine, was ich jetzt bestellt habe, ist heute dann da. Am Freitag nehme ich euch aber mit zum Sport. Genau, wir machen es so. Heute bemühe ich mich nicht mal, aber am Freitag. Weil am Freitag, ich stehe um 5 auf. Ich werde ein paar Dinge machen. Ich weiß nicht, ob ich es als Morgenroutine mit reinbringen soll oder nee. Ich mache es erstmal für mich, sodass ich in diese Routine reinkomme und dann werde ich euch meine Routine dann zeigen, wenn ich erstmal in diese, ich muss erstmal in eine Routine reinkommen, um eine Routine abzudrehen. Deswegen, wir machen das so und ja, ich fange einfach an und so. Ich nehme euch aber an dem Tag, am Freitag auf jeden Fall dann mit zum Sport, weil dann ist früh und dann sind hoffentlich nicht so viele Leute da und dann ist gut. Ja, so machen wir das. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Freitag. Ich habe frei. Ich suche gerade hier was. Und zwar ist heute Freitag. Ich habe frei. Es ist jetzt, ich weiß nicht, irgendwie 2:30 oder so. Nee, noch nicht mal. Es ist 13.12 Uhr. Ich habe bis eben, also ich habe heute Morgen, ich bin sehr spät aufgestanden, weil ich gestern einfach mal bis 2 Uhr nachts oder 2.30 Uhr nicht schlafen konnte. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ich konnte einfach nicht einschlafen. War halt dadurch sehr lange wach. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich heute sehr spät aufgestanden bin. Für meine Verhältnisse, es war kurz vor 9, bin ich aufgewacht. Aber es war auch dem zu verschulden, dass ich gestern einfach nicht schlafen konnte. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen, weil ich aufgeräumt habe. Und nachdem ich aufgeräumt habe, habe ich angefangen, Reels zu drehen. Ich habe heute nur Reels gedreht, weil ich am Montag, wo habe ich halt wieder frei, da werde ich YouTube-Videos drehen. Aber ja, genau, da drehe ich YouTube-Videos. Ich habe mir schon Essen, also Brot habe ich mir in den Backofen geschoben. Ich habe mir schon einen Tee gemacht, also eine Kanne Tee. Ich werde jetzt gleich was essen. Und ja, jetzt kann ich was essen, entspannen und gucken, ob der Tag sich jetzt, also es ist jetzt gerade sehr dunkel draußen, aber ich konnte trotzdem meine Reels drehen, also ich habe so ein Fashion Reel gedreht, eins, und Make-up, und ja, das ist es, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, aufgeräumt und die beiden Reels gedreht. Morgen bin ich leider den ganzen Tag arbeiten im Testzentrum, also ich habe Doppelschicht, 7:30 bis 20:30 Uhr, wird mal wieder richtig toll, aber ich bin ADL, das heißt, ich kann vorne an meinem Laptop arbeiten, was sehr gut ist. Deswegen wollte ich auch heute unbedingt was drehen, damit ich morgen arbeiten kann. Aber ich habe eigentlich noch was. 2 YouTube-Videos habe ich, die noch nicht geschnitten sind. Die werde ich morgen schneiden und die Reels werde ich auch morgen schneiden, sodass ich dann das auch noch habe. Boah, irgendwie ist mir gerade so richtig warm, gerade mit diesem Pullover, ey. Den auszuziehen. Ja, und gestern waren wir essen mit der Family. War richtig lecker, schmecker. Wir waren im Delphin, heißt das. Das ist so ein Fisch- und Steakhouse, aber mehr spezialisiert mehr auf Fisch als auf Steak. Die Steaks waren jetzt nicht so, meinten meine Schwester und mein Bruder. Aber der Fisch ist halt wirklich frisch und so und hast nicht gesehen. Aber ansonsten so, die hatten Salat und Tiramisu hatten wir bestellt. Hat wirklich sehr gut geschmeckt. Also die haben wirklich sehr leckeres Essen. Aber es ist auch teuer. Also wir waren 4 Leute. Nee, 4. Wir waren nicht 4 Leute, wir waren 9 Leute. Ohne meinen großen Bruder, eigentlich wären wir 10 gewesen. Nee, wir waren 8 Leute. Eigentlich wären wir 9 gewesen, so herum. Aber mein Bruder war nicht dabei, mein großer Bruder. Deswegen waren wir nur 8. Und wir haben knapp 400 Euro gezahlt. Okay, wir waren auch viele Leute, aber trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht.
War schon trotzdem viel? Genau. Haben wir echt was geblecht dort. Aber es war wirklich lecker. Und danach, wie gesagt, konnte ich dann nachts nicht schlafen, weil ich war gegen, ich glaube, halb elf, war ich zu Hause. Und danach konnte ich bis 2.30 Uhr oder so nicht schlafen. Richtig ekelhaft. Richtig, wirklich ekelhaft. Ihr wisst nicht, wie das ist. Und ich war müde. Das ist ja das Ding. Ich war müde, aber ich konnte einfach nicht einschlafen. Naja, das haben wir auch überstanden. Wochenende, wie gesagt, bin ich morgen arbeiten. Sonntag ist nichts mehr. Meine Mutter fliegt morgen für ein paar Monate nach Uganda. Deswegen hatten wir ja gestern das Essen nochmal alle gemeinsam. Und heute will ich auch zu meiner Mutter gehen, aber ich bin ehrlich, weiß nicht, ob ich es schaffe. Was heißt, ob ich es schaffe, aber ich bin nicht so motiviert, nochmal rauszugehen. Draußen sieht sowieso wieder aus wie Totalschaden. Ich weiß nicht, ob ich die Motivation habe, rauszugehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Bock, die Gegend dann noch zu fahren. Aber bestimmt liegt es daran, ich habe jetzt gerade auch keinen Bock und keine Energie, weil ich schon nichts gegessen habe. Aber ich denke, sobald ich was gefunden habe, ist die Energie wieder da. Und dann oder ich gehe halt abends, wisst ihr? Ich habe ja, morgen muss ich erst 7.30 Uhr auf Arbeit sein. Das ist eine solide Zeit. Das heißt dann für mich, dass ich halt nicht allzu früh aufstehen muss. Ja. Oh, mein Brot ist so gut wie fertig. Also ich werde jetzt gleich anfangen zu essen, chillen, irgendwie Film schauen. Oh, meine Brille durch den Backohr. Ja, ich werde gleich essen, dann chillen und dann überlegen, ob ich nochmal nachher raus, also zu meiner Mutter fahre und ob ich noch ein Video drehe, weil die Haare, die ich drauf gemacht habe, habe ich noch drauf. Deswegen habe ich sie noch nicht abgemacht, weil ich so überlegt habe, vielleicht drehe ich dann nochmal einen Make-up-Look. Also ich mache das hier komplett ab und mache dann nochmal was Neues. Das habe ich überlegt und ja, schalte mal jetzt die Glotze an. Gestern war ich beim Sport und seit Montag bin ich beim Sport gewesen. Warte mal, war ich nicht schon dreimal jetzt beim Sport? Ich weiß es nicht. Gestern war Donnerstag. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich glaube, ich war jetzt nur zweimal. Aber ich habe so einen Muskelkater. Sein Daddy. OMG, ihr wisst nicht. So einen Muskelkater. Uff, meine Beine tun derbe weh. Naja, gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Wochenvlog. Wahrscheinlich ist es der kurz der Vlog. Sehr uninteressant, weil immer wenn ich interessante Sachen mache, ich nehme diese Kamera nicht mit. Ich will mich da auch wirklich bessern, dass ihr mehr mitbekommt. Also so spannende Sachen mitbekommt. Ihr bekommt ja viel mit von dem, was ich einfach nur quatsche. Aber ihr wollt ja... Ihr wollt ja spannende Sachen mitbekommen. So, wenn ich irgendwie rausgehe, Family oder Freunde. Ich muss den Teller hier rüberräumen. Nicht umgekehrt. Genau, so dass ihr mehr mitbekommt von den Fun-Sachen. Und nicht immer dieses Arbeiten gehen und Oh, ich zeig euch mal, was ich mir gemacht habe. Einfach nur Braunbrot und zwei davon habe ich mit Käse gemacht und ganz viele Tomaten geschnitten. Das will ich jetzt gleich essen. Lecker, lecker, schmecker. Ja, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Sorry, der Vlog ist kurz, der Vlog ist langweilig, der Vlog ist ciao, Kakao. It is what it is. Ich bemühe mich nächste Woche halt, euch mehr mitzunehmen, auch wenn ich Kleinigkeiten machen gehe oder irgendwas. Oh, I'm so sorry, Leute. Naja, jedenfalls... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren, Leute. Bitte abonniert meinen Kanal. Berichtet all euren Freunden, Familie davon. Die sollen abonnieren. Die sollen mal gönnen, damit wir endlich frei sein können. Naja, Leute, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Woche. Peace.